Ja? Sag mal, Ren, wie oft denkst du ans Römische Reich? Nö, nicht, dass ich wüsste. So rein gar nicht? Nee. Nee, eigentlich nicht. Sag mal, Antonio, wie oft denkst du eigentlich ans Römische Reich? Einmal die Woche bestimmt. Einmal die Woche, was denkst du da so? Ich denke zum Beispiel an die römische Hafenstraße hier in Köln, die ja falsch zusammengebaut wurde zum Beispiel. Und dann denkst du einmal die Woche dran. Ja, ich denke mir immer, wenn ich an so einer Baustelle vorbeigehe, denke ich mir so, ach ja, wie in Rom. Aha, okay. Danke, danke für die Info. Ey, und Leute, das ist kein Scherz. Antonio denkt wirklich regelmäßig ans Römische Reich. Was geht mit dem? Ist es bei euch auch so? Schreibt's mal gerne unten in die Kommentare. Und ihr Frauen da draußen, sagt doch mal, wie oft denkt ihr eigentlich an euren Ex-Freund? Und damit einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Good Random Night, Folge 7, um genau zu sein. Und das allererste Mal nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, weil am Dienstag kam Random Comment und ich dachte mir direkt am nächsten Tag noch ein Video. Bisschen viel, oder? Ja, also Good Random Night, Folge 7, heute an einem Donnerstag, vielleicht auch nächste Woche am Donnerstag. Das kann durchaus sein. Aber hey, das ist auch egal. Ihr fragt euch jetzt vielleicht erstmal, was ist denn dieses Good Random? Naja, Good Random ist im Grunde. Bang! Hit it, Joe! Hier kann alles passieren. Kleiner Blick auf die Social-Media-Welt. Oder wie René Grause das sagt, alles random ist eben wie eine Wundertüte für die, diese noch nicht kennen. Oder wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man bekommt. Oh, oh, eine leckere Schachtel Pralinen. Wie waren eure letzten Tage? Was habt ihr so getrieben? Habt ihr entspannt? Oder noch ein bisschen mit extra. Bisschen mit extra. Also Silvi Mais, ne? Die wird's freuen, endlich mal ein bisschen schnacki-schnacki zu erleben. Vor der Kamera natürlich, also versteht sich. Also, es ist jetzt meine dritte Staffel, ja? Und es ist höchste Zeit, dass das endlich mal passiert. Also ich hoffe es vom ganzen Herzen, dass da mal gebumst wird bei Love Island. Ja. Wirklich? Ja, Olli, was möchtest du denn? Da haben es Brian Grenzen und der Aaron Paul echt. Oh, die haben es ernst gemeint. I mean, it's my favorite spirit. Ah, ja, also ja, Silvi Mais hätte gerne ein bisschen Schnacki-Schnacki in Love Island. Aber hey, Oli P. anscheinend nicht. Der ist da noch ein bisschen brüde. Ich kann die Silvi verstehen. Irgendwann muss da auch mal was passieren, ne? Oder ey, Leute, vielleicht gab es auch keinen Schnacki-Schnacki für euch. Vielleicht gab es auch für euch den Start des Oktoberfests. Alter Verwalter, das hat bei mir direkt so Love Parade-Vibes ausgelöst. Oder von der Zombie-Apokalypse, kann natürlich auch sein. Ey, überleg mal, du stehst da teilweise seit 5 Uhr morgens nur, um mit als Erster auf die Wiesen zu sein. Ich find's ein bisschen bekloppt, aber so ist das mit Karneval ja auch, ne? Verstehst du am meisten, wenn du da geboren bist und du eben so kennst von der Geburt an. Aber das wirkte schon echt, echt creepy. Und ich könnte es ja verstehen, wenn es da irgendwas Günstiges geben würde, ne? Aber die Maß kostet in diesem Jahr zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro zum Vergleich. Zuletzt hat das maximal 13,80 Euro gekostet. Also bei der Comeback-Wiesen im vergangenen Jahr. Das ist schon heftig. Überleg mal, für ein Maß, für ein Maß. Ja, aber hey, Oktoberfest ist nur einmal im Jahr. Ich hoffe, die Burschen passen auf sich auf und kriegen auch was zu essen. Zum Beispiel ein Schnitzel. Ich hoffe, das ist auf den Wiesen noch erlaubt. Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel. Können wir den Clip nochmal haben, Antonio, bitte? Sie wollen uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. Niemand geht an mein Schnitzel.
Die Burschen, ich hoffe, dass die Burschen da alle fit wieder rauskommen. Also wahrscheinlich ist die Krankmeldung schon eingereicht. Wie ist denn eigentlich? Bei Karneval ist es ja in Köln so, dass im Grunde die meisten Unternehmen einfach dicht machen, weil sie sagen, die Mitarbeiter kommen eh nicht. Ist das bei den Wiesen auch so oder muss man in München jetzt gerade noch arbeiten? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass manche Dinge im Internet natürlich nicht echt sind. Aber ich habe jetzt einen Clip gesehen, da habe ich mich wirklich gefragt, ob es echt ist oder ob das gefaked ist für die Show. This is quite possibly the dumbest fucking thing I've ever seen in my life. You are reporting that someone stole the drugs that you were trying to sell them. Sir, I'm broke. I'm just trying to make a little bit of money. At what point does this make any sense? At what point? Egal, ob das jetzt fake oder echt ist, Leute, ne? Stellt euch vor, ihr verkauft Drogen. Die werden euch geklaut. Und dann ruft ihr die Polizei. Er kommt rein, er setzt die Statements. Vor allem, der, die, das Dieb, wie das, die, der, das lacht. Oh Mann, ey. At what point? It doesn't make it. At what point do you think telling the cops that someone stole? I'm being honest. Manchmal, ne, wenn ich das Internet so angucke, dann glaube ich ja, dass die Welt kaputt ist. Also ich meine, wir haben jetzt hier bei Good Random Night vor allem oft den Beweis dafür angetreten. Das, meine Damen und Herren, das sind Facts. Meine Fresse, dachte ich mir auch, als ich die Statistik gesehen habe, wer denn wohl einen Porsche kauft? Leute, ich muss gestehen, ich würde mir ja einen Porsche kaufen, hätte ich das Geld dafür. Würde sich das für mich lohnen? Was heißt lohnen? Würde sich das für mich rechnen, würde ich mir einen Porsche kaufen. Am besten einen, wo vorne dann natürlich das Licht eingetreten wird, ne? Eingeschlagen wird. Californication lässt grüßen natürlich. Also ich würd mir einen Porsche gönnen. Gerne auch Elektro, ist mir egal, aber so einen schönen Carrera-Style, so, ne, schön niedrig, ein bisschen seriös, ein bisschen sportlich, ich wäre dabei. Bevor es turbulent wird, kommt für die Rennfahrer aus Kassel erstmal die Logistik. Hab mir jetzt zwar einen Cupra vom Mentor gekauft, aber ist ein anderes Thema, ne? Aber ja, so einen Porsche würde ich mir holen. Aber wer kauft sich denn so einen Porsche? Laut der Statistik, die ich im Internet gefunden habe. Mit Schulabschluss 42% Abitur, Familienstand ledig 56%, Alter 14 bis 29, habe ich noch nicht so ganz verstanden, kommen wir aber gleich zu. Geschlecht 69% Männer, hätte ich jetzt auch erwartet, sogar mehr. Nettoeinkommen bis unter 2000 Euro? Check ich nicht. Wohnsituation 46% eigenes Haus. Es gibt aber von Statista dazu auch was geschrieben und das lese ich euch kurz vor. Dabei zeigt sich, dass die Mehrheit der künftigen Porsche-KundInnen Abitur haben, ledig sind, zwischen 14 und 29 Jahre alt sind, männliches Geschlecht sind, ein Nettoeinkommen von bis unter 2000 Euro haben und im eigenen Haus wohnen. Das haben wir jetzt gerade herausgefunden. Befragt wurden dabei Personen mit Porsche als Erst- oder Zweitwagen im Haushalt, sowie Personen, die beim nächsten oder ersten Kauf eines PKWs einen Porsche kaufen wollen. Befragt wurden Personen ab 14 Jahren, so dass ein Anteil der Befragten zum Zeitpunkt der Erhebung im Jahr 2021 noch keinen Führerschein besaß und lediglich von einem Porsche träumen konnten. Dies muss bei den Umfragedaten, achso, bla bla bla. Der Porsche 911 hat übrigens 911. Ich hätte gern alle 5 Minuten ein Kölsch. Alle 5 Minuten ein Kölsch. Muss ich jetzt genau gucken. Bis ich sage, schneller. Der Porsche 911 hat übrigens große Konkurrenz aus dem eigenen Haus. Die Sports Utilities Vehicles, also die SUVs, sind wohl immer beliebter. Aber jetzt mal ehrlich. Was macht eine Statistik aus, wenn man 14-Jährige befragt, die noch gar nicht einen Porsche kaufen können? Also die Statistik hier, die Umfrage ist übrigens aus dem Jahr 2021, aber als ich dieses Zettelchen gesehen habe, ne, habe ich mich echt gefragt, wer macht so eine Umfrage? Also
dass sich ein 14-Jähriger ein Porsche wünscht, ja, da glaube ich. Glaube ich sofort. I'm not paying 46,000. I'm sorry, but no, it's too much for me. I think we are talking Turkish lira, not euro. It's around 2,000 only. Okay. That's nothing. Come here, we'll pay that. That's fine. Wenn die nachher im Realismus angekommen sind, ne? Dann checken die ja auch, dass sie sich das nicht leisten können. You need to understand, I've been spending money, okay, as an investment for our family future. Wäre es da nicht viel interessanter, wer wirklich einen Porsche hat? Und da würde ich jetzt einfach mal sagen, wir klammern die 14- bis 29-Jährigen aus, oder? Und auch Nettoeinkommen unter 2000 Euro. Wie kannst du dir denn da einen Porsche leisten? Also selbst wenn du liest, geht das nicht. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Ich würde also sagen, zwischen 2000 und 4000 Euro Nettoeinkommen, Alter 30 bis 49. Und ledig würde ich halt trotzdem sagen, weil sonst brauchst du ja ein Familienauto. Sir, you have a really nice car. What do you do for a living? I negotiate. I negotiate my debt. Give me more money. Also jede Statistik, ne, die musst du eh hinterfragen, aber diese Statistik hat für mich überhaupt keinen Sinn ergeben. Fahrt ihr Porsche, schreibt es mal gerne unten in die Kommentare. Wenn ich mir die aktuellen Mietpreise so anschaue, würde ich sagen, nee. Und die Leasingpreise auch nicht. Und die Kaufpreise. Was kostet denn aktuell so ein Porsche 911er? Preis. Einfach mal Preis schreiben. Ab 122.000 Euro. Klar. Wobei man hier sagen muss, ich habe ja lange Zeit in Hamburg gelebt. Dort habe ich ganz oft junge Männer vor allem in weißen Porsches, ich weiß nicht, ob das ein Trend war, rumfahren sehen. Wahrscheinlich von Papa. Aber sie hatten ihn. Aber ja, ich habe natürlich auch noch was anderes im Netz gefunden. Ich habe gerade ernsthaft gesagt in einem TikTok, was ich machen wollte, was ich natürlich nicht hochladen werde, weil es ist ein Peinlo-Moment. Ich habe gesagt, dass ich was im Netz gesehen habe. Im Netz! Danke, Nina Schuber. Danke. Nee, ich habe was anderes im Netz gefunden. Und zwar ein Clip, wo ein Mann freiwillig unter gefrorenem Eis schwimmen gegangen ist. Und anscheinend ist es dann ein bisschen schief gelaufen, denn da, wo er raus sollte, dort hat er nicht hingefunden. Im dunklen, tiefen Wasser. Und damit hat er sich extrem in Lebensgefahr gebracht. Wie dumm! Also ich weiß, dass Menschen dumm sind. Aktuell gibt es im Netz ja auch diese ganzen Videos, wo uns gezeigt wird, auf der höchsten Bergwanderstrecke, die es überhaupt gibt. Also wo du so an der Wand herumkletterst und die Leute kriegen alle Panik, wenn sie es tun. Warum auch immer. Hey, Adrenalinkicks, ne, kann man sich ja besorgen, aber vielleicht reicht da auch die Achterbahnfahrt im Freizeitpark. Okay, let's go. Nur unter Eis zu schwimmen, in der Hoffnung auch wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, hast du keinen Bock mehr auf dein Leben? Ganz ehrlich, meine ehrliche Frage, warum macht man sowas? Schreib's mal gerne unten in die Kommentare. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du keinen Bock mehr auf dein Leben hast oder sagen wir, wenn du einen Kick in deinem Leben brauchst, ich weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich weiß es nicht. Dann geh doch vielleicht besser zu Dunkin' Donuts und trink dir einen Dunkin' Donut, wie heißt es? Pumpkin Swirl Iced Coffee. Ja, das ist auch ein Risiko fürs Leben. Vielleicht hast du nicht so einen Adrenalinkick, aber auf jeden Fall hast du einen Zuckerkick. Foodblogger und TikToker Bobby Parrish ging nämlich zuletzt mit einem Video online, in dem er uns mal klargemacht hat, was eigentlich in so einem Pumpkin Swirl Iced Coffee von Dunkin' Donut alles so drin ist. Also genauer gesagt, wie viel Zucker da eigentlich drin ist. Und hat gesagt, es sind fucking 185 Gramm. 185 Gramm. My friends, this is a pumpkin swirl frozen coffee. Who the thought it was a good idea to put this on the menu, because this drink has 185 grams of sugar in here. How much is it? It's this much. It's 46 teaspoons of sugar. Also ich weiß, dass in diesen ganzen Sachen extrem viel Zucker ist, aber wenn dir das dann einer mal so vor Augen hält, dann ist das schon heftig. Aber wisst ihr, was ich am geilsten finde an diesem Clip? Also ich meine, ich möchte ja auch meine Freuden haben. Der macht dieses Video in einem Dunkin' Donut, hat einen Becher voll Zucker voll gemacht und dreht da ein Video, schert niemanden.
schert niemanden. Wahrscheinlich bringt es sogar Leute dazu, nun in Dunkin' Donuts zu rennen, um sich Donuts wieder zu kaufen, die ich ja seit Jahren nicht mehr gut finde, weil sie sind in Deutschland vor allem hauptsächlich irgendwie eigentlich nur noch diese Crewnuts wie Berliner, nur eben dann anders gefüllt. Ich hätte gerne wieder Donuts. Happy Donuts ist ein Franchise, werd da nicht für bezahlt, aber die kann ich euch empfehlen. Happy Donuts heißen. Die gibt's nicht ganz so oft, aber die haben richtig geile Donuts. Wahrscheinlich rennen jetzt die Amerikaner, die ja eh schon sehr oft an Diabetes Typ 2 leiden, zu Dunkin' Donuts, um sich Donuts zu kaufen, weil sie dann sagen, ja, aber der Pumpkin Swirl Ice Coffee, der hat mehr Zucker. Ich kann mir jetzt hier meine 14 Donuts essen. Ah, nee, 13, wir müssen ja weniger kommen. 13 Donuts. Ist auch lebensgefährlich. Brauchst gar nicht Eisscholle oder Bergsteigen gehen. Brauchst du nicht. Kannst natürlich hier auch Dos Hombres trinken. Hier Mezcal von den Breaking Bad Jungs hier. Breaking Bad. Leute, was habe ich denn noch so? Ich weiß gar nicht. Ach ja, wir sind ja bei ungesund gesund, ne? Dass Twitter nicht allzu gesund ist, wissen wir alle, oder? Also vor allem für die Psyche. Ich meine, deshalb hat doch Elon Musk den Bums auch gekauft und den Bums in X umgenannt, weil X steht ja auch für tot, ne? Also auch für Wakanda Forever, aber auch für tot, ne? Oder? Durchgestrichen, weg von der Leiste. Jetzt kommen die Animaniacs. Egal, heute müssen wir mal wieder über Twitter sprechen. Haben wir ja früher in Good Random Morning Folgen ganz, ganz oft getan. Aber heute wird's mal wieder Zeit, denn Elon Musk hat vor, Twitter kostenpflichtig zu machen. Und nee, ich rede jetzt hier nicht vom blauen Haken. Die Aktion haben wir schon hinter uns. Nee, nee, nee. Elon Musk möchte, dass jede Person, die Twitter nutzt, ja, ich nenne das Twitter, jede Person soll Geld zahlen. Ein kleinen Preis, nicht so viel wie bei XBlue, sondern schon günstiger. Aber jeder, weil er nur so die Bots aufhalten kann. Musk deutet an, dass eine solche Änderung notwendig sei, um das Problem der Bots auf der Plattform in den Griff zu bekommen. Das ist der einzige Weg, den ich mir vorstellen kann, um riesige Armeen von Bots zu bekämpfen. Okay, dann bin ich da halt weg. Wann kommt Threads? Dieses Blue Sky, da kriege ich einfach keine Einladung zu. Ihr könnt mir gerne für Blue Sky eine Einladung schicken, aber ich würde ja sagen, dass Threads sich eher durchsetzt, auch wenn das nach dem Start in Amerika direkt wieder runterging. Aber ich würde Threads nutzen. Ich mag Facebook nicht, Meta nicht, aber ich nutze ja auch Instagram und WhatsApp. Leute, Freunde von mir, bitte schickt mir nur noch ein Message. Ich will kein WhatsApp mehr. Aber ja, ich würde Threads nutzen, scheiß auf X, weg damit. Elon Musk soll so richtig in die Pleite gehen mit der Kacke. Ja? Aber ja. Der will demnächst Geld. Das Witzige ist allerdings, dass diese Aussagen kamen, als Elon Musk eigentlich was anderes vorhatte. Er traf sich nämlich mit dem israelischen Regierungschef Netanyahu, um unter anderem über KI, Meinungsfreiheit, Antisemitismus zu sprechen. Aber das Einzige, was aus diesem Gespräch wirklich in der Presse gelandet ist, ist, dass X jetzt Geld kosten soll demnächst. Ja, ja, das ist das, was die Leute interessiert. Antisemitismus. Wie ein Scherz, interessiert doch niemanden, ja? Nee, 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 nee. Viel wichtiger, dass X demnächst Geld kosten soll. Twitter Geld kosten soll. Ach, Leute, ich liebe das Internet. Ich liebe das Netz. Ich liebe das Netz. Nina Schuber, liebe Grüße. Nina Schuber. Ich sag, ja, das habe ich auch im Netz gelesen, ne? Das sagen nur alte... Aber die muss es wissen. Ich finde, Nina Schuber ist immer sehr reflektiert in Interviews. Ganz ehrlich, und das meine ich ernst. Das ist gar nicht ironisch gemeint. Ich meine das ernst. Ich mag, wie die sich ausdrückt. Ich finde es super. Ich bin Fan. Bin Fan. Und sag mal, wer wird denn jetzt eigentlich Bundestrainer? Der Nagelsmann? Was ist da los? Und ja, ich brauche nicht mehr auf meinen Laptop gucken, weil, um ehrlich zu sein, habe ich nichts mehr. Ich hatte eine ganz lange Liste. Ich könnte theoretisch jeden Tag gut random machen, aber dann habe ich auch wieder viel gelöscht. Weil einiges ist schon wieder ein paar Tage, ist schon verjährt. Und anderes wiederum, ja, ist vielleicht dann auch gar nicht relevant. Das sagen nicht Leute in meinem Alter. Aber hey, wir müssen darauf achten, dass unser Schnitzel, ne, dass unser Schnitzel uns nicht weggenommen wird. Das geht nicht. Das geht so nicht, Leute. Übrigens, danke für eure Kalendervorschläge. Ich bin dabei, mir welche rauszusuchen. Bin wirklich happy, dass da ein paar rumgekommen sind. Ich bin gespannt. Und ja, natürlich, wir testen dann eine Woche lang Kalender, pro Kalender ein Video. Mal gucken, was das wird. Und ja, ich werde es im Oktober machen. Sind wir durch? Ich würde sagen schon, ne? Ist da immer noch eine Folie dran? Nee. Leute, ich hab nichts mehr.
Ich trinke hier noch meinen Mezcal. Mezcal. Dann, ja, gucken wir mal, was Antonio draus schnibbelt. Leute, das war's schon wieder mit Good Random Night für heute. Einfach mal eine kürzere Folge. Schaut aber gerne noch in mein Random Comment Video von Dienstag. Das verlinken wir euch gleich in der Endcard. Da habe ich über Temo gesprochen. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran und am Montag haben Alicia Joe und einen Tag später hat dann auch noch der Parabelritter darüber gesprochen. Aber hey, auch mich gibt's. Und ich würde mich freuen, wenn ihr es euch anschaut und euren Freunden schickt, damit wir Temo meiden. Und ich weiß, dann kommt jetzt wieder Temo-Werbung, wenn ich Temo sage. Der Algorithmus von YouTube ist ein King. Leute, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen fabelhaften Abend und wir sehen uns am Sonntag wieder bei Good Random Night Folge 27, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. In diesem Sinne, hoch das Glas. Jetzt machen wir den Bums hier auch mal aus. So, du machst kurz an, aber so geht's auch. So, laden dicht hier. So, das Licht muss auch aus. So, so. Gucken wir jetzt noch mal was von der Varius-Schlacht hier, Varus. Keep your eyes on it, watch this, watch this, watch this.